Eins, hallo, willkommen zurück. Hallo. Ich kann springen. Wir sind auf der Erde, in der Todeszone. Und er kann springen. Wir freuen uns alle. Hauptsächlich, weil er springen kann. So. Ja, wir spielen erstmals Seite an Seite. Tobi ist eine Roboterfresse, wo was? Vorne geradeaus, genau bei uns. Genau der. Nein, der fahrt ja noch nichts. Was? Der da. Das ist immer lol. Das müssen wir jetzt mit. Ach, deswegen, lol, jetzt weiß ich auch, ob die scheiß Jäger immer gewinnen im PvP. Boah, Junge. Scheiße, ich habe jetzt einen Sniper mittlerweile. Komm her. Oh, fuck, bin ich kacke. So, erste Beute. Lol, wirklich, ich habe nichts bekommen. Ich habe nur einen Token bekommen. Doch. Hä, früher gab es da Items. Was ein Scheiß. So, wir müssen euch auf jeden Fall hier hoch. Und da geht's wieder. So, dann sprechen wir mal mit ihm. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der Achte. Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab, stets zu Dienst. Kann ich mir jetzt da was aussuchen, oder wie? Diene ich meiner guten... nee, das musst du dir kaufen. Also die untere Ausrüstung zu kaufen. So. Was ist jetzt der Plan? Wir sollen den Quest machen. Da ist die empfohlene Power allerdings 30, ich habe erst 20. Das heißt, wir gehen mal zum Public Event. Ich habe das auf der Map markiert. Ich bin gerade Waffen gekauft. Okay. Ein bisschen besser ficken. Ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig kommen, weil das Event startet gerade. Wo, wie, wo, was? Einfach mir hinterher. Und ich habe es markiert. Da geht's nicht raus. Bist doch draußen. Ah, ich vermisse meinen Gleiter. Die kriegst du erst, wenn du das Spiel durch hast. So, bin ich mal gespannt, wie viele Leute gerade mitmachen. Ja, und ich habe halt am Anfang nicht gewusst, wie ich die Mission starte und habe halt die ganze Zeit solche random Public Events gemacht. Ich habe ein Scout-Gewehr geholt. Ja, habe ich als Drittwaffe, habe ich eine Sniper. Ich habe ja immer noch die normale Knarre und... Die Pistole und das normale Gewehr. Ach, das ist so eine Scheiße. So, jetzt müssen wir den Servitor oder was auch immer besiegen. Übrigens, dein Crit-Punkt ist Überraschung mitten im Auge. Mann, bin ich schwach. Das ist so lächerlich, wie du drauf schießt. LOL, die Gegner sind rot. Aua. Okay, wir fliegen gleich von oben runter. Oder ich, keine Ahnung. Hm? Aua. Ach, alles gut, wenn du noch ein Schiff. Was? Ja, aber das ist jetzt gerade eher zweitrangig. An der Level 5, was die soll mal helfen. Achso, wir müssen den kleinen Transportservitor zerstören. Dann geht also die Muni aus. Ich mach dem halt zero Schaden. Also das Event ist jetzt auch nicht gerade für unser Power Level. Ich dachte echt, da kommt noch mehr. Ach komm. Nicht messern, nicht messern, nicht messern. Schrotflinte in Sauge rein. Ja, okay, das war ein guter Plan. Das war ein guter. Ich bin tot. Das Geschütz hat auf mich geschossen. Also die empfohlene Power ist 40 tatsächlich. Warst du das oder war das ein Mitspieler? Oh, schade. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir mehr als Level 5 hatten. Bei der 5er müsste die nötige Power eigentlich haben.
Ach toll, jetzt fliege ich schon wieder von oben runter. Oh Gott, ist das armselig. Ich fliege jetzt auch von oben runter. Haha. Nee, mich hat's weggeportet. Ey, wir haben nur noch 1,40 und wir haben gerade mal den ersten Balken down. Ich schau mal, ob ich mit dem Schiff mehr machen kann oder mit dem Gleiter. Ich hab echt ein Zero. Wir machen halt noch Muni. Viel zu wenig Damage dafür. Gute Nachricht, mit dem Gleiter machst du mehr Schaden. Schlechte Nachricht, das Ding schießt auch mehr auf einen. Was mache ich mit meiner Muni? Gegner töten. Ich hab eine dumme Idee. Ausweichen? Ach nee, du hast ja nicht mehr Muni. Ach ja, schön, dass es drei von den Kugeln gibt. Ja, wir wollten eigentlich nur kurz für die Mission so ein bisschen Power Drain. Oh Mann. Ich mach halt fünf. Ich bin tot. Ich auch. So, wieder ein Stück. Wo ist der Level 5er, Alter? Ich glaub, der ist weg. Spaß. Mädchen. Gute Nachricht, ich habe meinen Super. Die schlechte, das bringt gegen das Vieh nichts. Oh, jetzt lässt er mich schon wieder. Ja, Event abgeschlossen, sehe ich exakt genauso. Mega erfolgreich. Hallo. Versucht das Ding kaputt zu schießen. Ist schon Truhe. So. Ich weiß. Echt jetzt? Ich hab nur Glitzer rausbekommen. Ja. Aber gut, zur Verteidigung der Truhe. Wir haben's ich fände mal geil ein bisschen Muni. Ich hab fast voll, Alter. Hier liegt überall für mich, liegt hier überall rum. So, ja dann lass doch, jetzt müsste ich am spawnen. Ja komm, wir sind zu zweit, wir können das Level 30 werden machen. Wie fährst du schneller? Rechtsklick. Hab grad aufs Handy geguckt. Ja, wegen der Zeit. Wohin? Ich würde sagen zum Quest hier. Aussteigen ist der Taste. Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. So, wir sind ach da. Ist ein Gefallenenhaus-Siegel, aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die war hier oben nicht eine Truhe. Eine Art Drohung aufgehängt haben. Ja, guck mal, hier ist eine Truhe. Draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Wieder ein Token. Sehr gute Arbeit. Weil ich habe 20 Credits, 30 Credits bekommen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Hallo. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Oh Gott, wir müssen in den Keller. Wetten wir, wir müssen immer in den Keller. So, kommen wir schlussendlich kurz mal auf 3, dann kann ich meine neuen Sachen anziehen. Weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Lalalala. Wollen etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Yay, wir schauen nach. Immer eine gute Idee.
Das ist einer der vergessenen Sektoren sogar, glaube ich. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Volle, ja, 23 ist nicht viel. Seid vorsichtig. So, den nächsten Close Quarter kommen wir da. They see me rolling. Kinder, wir können auch drüber reden. So, Nightwing. Der hat Captain in seinem Namen stehen und als selbsternannter Captain America kann ich das nicht dulden. Ja, das sind die verlassenen Sektoren übrigens. Müsste ich aber auch lange nicht. Also du tötest halt quasi, gehst in so ein Ding rein, tötest einen Boss und kannst dann eine Kiste öffnen. Lebst du überhaupt noch? Ja. Weil du nichts mehr gesagt hast. Ich spiele hier und genieße einfach nur. Ja, ist ja auch nicht so, dass es hier entertainen soll oder so. Hast du auf die Uhr geschaut? Ja, du, wer hat denn Destiny erst so spät runtergeladen? Du? Ja, ich. So, also wir können wieder zurückreisen. Oh Gott, oh Gott. So, ich würde sagen, heute machen wir die erste Mission aber noch mit. Was ist die erste Mission mit? Ja, in die Folge. Ah. Wird heute also ein bisschen länger. Okay. Weil wir hätten jetzt zwar 12 Minuten, aber scheiß drauf, wir haben die Missy noch, jetzt haben wir ja gar nichts gemacht. Außer beim Event versagt. Ich komme. Ach nein, ich kann jetzt neue Punkte ausgeben. Achso, du bist da jetzt echt hochgelaufen. Oh, gut. Kann man machen. Ah, verdammt. Falscher Knopf. Ich zerleg mal kurz die Sachen hier. Deswegen hatte ich auch so viel Kohle, weil ich nie wusste, wie man Items zerlegt. Und neue kauft. Und das war ich erschreckend gut. So, sind wir doch schon bei Devrim K. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Mal schneller. Bis bald. Hahaha, was ein Scherz, Keks. Was bin ich? So, jetzt habe ich Power Level 30. Wir können. Oh, das wird sich jetzt halt echt lohnen für den Upgrade-Punkt. Wobei, brauchen wir eh noch nicht. Wir machen wahrscheinlich die Hauptquest weiter. Nehmen wir das hier. So, Hauptquest ist über uns. Let's go. Ich starte erst, wenn du sagst, dass du dir bei dem gelabert hast. Mit dem Tippen? Ja. Jo, habe ich gelabert. Jo, läuft. Gut. Ach so, scheiße, ich hab's früh. Aber ich dachte, das Zoom sei der. Okay, dann startet jetzt die Mission, Freunde. Und er pickelt schon wieder im Becher. Ey, du musst echt mal dein Mikro besser einstellen. Nö, ja, das ist einfach nur laut. Trotzdem. So, Mission, Verbrennung. Links um die Ecke sind Gegner. Du kannst kein Captain sein, ich bin hier der einzige Captain. Oh oh. Das sieht der aber anders. Oh. Aua. Jetzt hört mal auf.
Alter, killst du die da? Hat zu lange gebraucht. So. Ja, sorry, ich wollte die messern. Von Captain zu Captain. Hey, weil ich ja in der Gilde nicht mal Captain bin. Hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unser neuer Hüterfreund ist auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Oh, ich sehe Feinde. Endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war mehr als nur einmal. Wegen dir habe ich graue Haare. Oder wie bei Counter-Strike, ja, wenn er dann zu nahe kommt, kratzt mir sein Kopf. Alter Knacker. Zack, 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 zack. Kann ich den nicht messern? Geht doch. So. Hallo, von wo kommt ihr denn her? Den Kopf. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Ein Schuss, ein Treffer. Zum oberen Teil der Minen bringen. Ich habe die Story. Ich habe die Story schon gespielt, deswegen versetze ich mich dann immer an die Stellen, wo es sowieso weitergeht und ich freue mich aufzudehnen. Ja, können wir jetzt dann einfach hier durch die Tür. Sind ausgezeichnete Plünderer. Die werden um alles kämpfen, oh, was in ihre schmierigen Kreise. Die haben uns noch nie looten gesehen. Übrigens, das ist das erste Korbspiel, das wir spielen, wo wir uns nicht gegenseitig in den Kopf schießen können. Schade eigentlich. War richtig ärgerlich, gell? Ja? Ich würde mit meinem Warlock kommen und dich vernichten, Alter. Und ich will die ganze Zeit ein Messer. Dann halt nicht. Doch, dich messer ich. Und dich messer ich. Und dich. Und dich. Und ich weiß, dass es derselbe war. Und rennt doch nicht alle weg, Mann. Der ist weggelaufen. Den wollte ich. Messer gelaufen. Ich wollte ihm hinterherlaufen und der ist abgehauen. Weiß ja nicht, was das Untersuchen bringt. Ist sicher toll. Kaputt. Jemand war wohl sauer, dass es nicht schnell genug ging. Aua. Mich an Kate. So. Ach Gott, das ist die Stelle. So, wo sind sie? Mach ich fertig. Biatches. Boah, das Ausweichen ist ja richtig Porno. Memo an mich bei schwebenden Sachen zielen. So. Ach scheiße, hier geht's echt nicht weiter. Das ist ja ärgerlich. Ach stimmt, wir müssen ja noch weiter runter. Aua. Oh Gott, das könnte ich sterben. So. Das wird episch hier. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Zu verlassen scheinen. Du hast wohl ordentlich im Hornissennest rumgestochert. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Das ist nicht so schlau. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du drauf geschossen hast oder ich drauf getreten bin. Aua. Ich kann dir immer noch Schaden zufügen. Ich hasse ihn.
Du warst es herausgefordert. Nein. Ja, ja. Du mich auch. Ihr seid gut. Fast so gut wie Louis. Aua. Plot Twist, es kommen Gegner. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Und die Gefallenen sind sauer. So, wo ist der große böse Gefallene? Das gefallene große Scheißauge. Ah, chill dein Leben, Alter. Oh, Mini-Boss. So. Och, wirklich jetzt. Neben mir steht noch so ein Dicker, oder? Oh, guck mal, was da hinten ist. So, ich habe das zweite Auge down. Ich kümmere mich hier um das dritte Auge. Das war, glaube ich, noch nicht Papa-Auge. Hallo, kannst du auch mal sterben? Aus Disrespect wollte ich es eigentlich messern, aber... Oh, hier ist Papa Auge. Zack, zack, zack. Mit den Lichtschwerteffekten auf die Fresse. Es hat geklappt. Den Servitor zu erledigen hat den Strom wieder angestellt. Ja, gut, den Servitor waren ja nicht irgendwie vier. Ja, übrigens, wenn jemand von uns mit der Ulti jemanden tötet, dann hinterlässt die Ulti so weißes Licht. Und das einsam ist, geht deine Ulti dann schneller. Wieso bin ich echt ein Level über dich? Wieso stellt nochmal so einer? Ja, egal, ignorieren wir. Ich kann nicht durchschießen. Doch, müsste es eigentlich. Hm? Müsste es eigentlich durchschießen. Das geht können. Nicht. Ich habe gerade zwei erschossen. Bei mir ging das vorhin nicht. Darfst du halt auch nicht gegen das Stahl schießen? Ich war gerade kurz am Überlegen, weil du hast geschossen, ich habe Schaden bekommen, ob du mich doch teamkillen kannst. Oh mein Gott. Da ist ein grüner Achso, den kriegen wir. Achso, wenn du Gegenstände nicht aufhebst, kriegst du die in die Farm. Da ist dann so eine Poststelle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, das war jetzt ein ganz schön langer Spaß. Hui. Ach ja, jetzt kommen wir nämlich an, dann treffen wir die Alte. Wir sind aus der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Beeilt euch, dann können wir das Kommunikationsnetzwerk zum Laufen bringen. Und danke für die Hilfe. Du bist gar nicht so übel für einen Schickimicki-Hüter. Das ist wohl das Netteste, gib dir gleich Schickimicki-Hüter, Alter. Eine echte Seltenheit, mein Lieber. Ich wollte sie mit einer Granate abschmeißen, kann man aber nicht. Nee. Du hast es geschafft. Da schuldet Louis mir wohl Geld. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe. Da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Zavala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen. Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Also ich finde das jetzt nicht gut, dass sie so pessimistisch ist. Wir kommen zurück. Und zwar nicht allein.
Du weißt, wo stimmt, du wir kommen mit den anderen Hütern zurück, die keine Kräfte haben. Das ist ein super Plan. Also die Hüter, die schon in der ersten Instanz nichts gegen die Typen machen konnten. Als sie noch Kräfte hatten. Jetzt müsste doch eigentlich noch eine rote Legion Sache kommen. Plus 1000 Klane, sag ich. Ja, ich frag mich auch, warum wir 1000 bekommen haben. Ich hoffe, wir zusammenspielen. Sonst sind 500 nochmal. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Also ich glaube, den Gag habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Wir sind aber zwei Wichser. Naja, du bist noch Hüter Azubi, du zählst nicht. Wegen Azubi. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten. Versuch, die haben den, Raid immer noch nicht geschafft. Also, liebe Leute, die ihr gerade auf die Story achten, ihr habt ja Untertitel. Und unser Clan macht gerade hier den Raid, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob sie noch dran sind, weil die haben den gestern schon verkackt. Warum machen die sowas? Ja, das ist halt ein 6er Raid. Ja, ich glaube, die haben ihn verkackt. Sie ist nicht mehr online. Oh, das ist so ein Witz. Die haben halt einen dabei, der in meiner Liga spielt, so 290 Power. Sonst so 270er. Und Recommended ist so 280. Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Wir brauchen einen besseren Clan dann. Ja, nee, wir machen das einfach selber. Das ist mir ja egal. Also du kriegst halt jede Woche, wenn der Clan so einen Dämmerungsstrike macht, kriegst du eine Kiste. Was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Wow. Ich glaube nicht, dass er ihm das sagt. Kleiner Spoiler. Ja, es war mir wie immer eine Ehre. Das ging jetzt hier etwas länger. Auch wenn die so viel labern und wir da erstmal hinlaufen mussten. Aber es war doch sehr interessant. Bis dann.